Freunde, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu Transportfieber. Ja, ich habe einen Presse-Beta-Zugang bekommen von den lieben Urban Games-Mitarbeitern. Ein herzliches Dankeschön schon mal. Und ich präsentiere euch heute das Let's Play. Und wir werden auch gleich anfangen, aber erstmal ein paar Worte dazu. Ja, also, ich habe mir das gerade runtergeladen. Heute ist Donnerstag, also ein Tag davor. Und falls ihr gerade eingeschaltet habt, ja, werdet ihr wahrscheinlich auch. Ihr werdet heute bis 24 Uhr jede halbe Stunde ein Video bekommen. Das ist der Hammer, ich weiß. Und da werdet ihr schon mal den groben Überblick über Transportfieber bekommen. Denn wir werden natürlich in den knappen 4 Stunden Aufnahme jede Menge zu sehen bekommen. Oder sehen zu bekommen, ja. Vor allem, was mich sehr interessiert, sind die Industrien und vor allem, ob die Performance sich verbessert hat. Im Gegensatz zu Trainfever spiele ich dieses Mal auf meinem 4K-Bildschirm und teste einfach mal, ob es flüssig läuft, ja. Ich hatte nämlich bei Trainfever nach einer Zeit das Problem, dass das Spiel übelst mit Laggen angefangen hat. Und ich deshalb einfach auf meinen Zweitbildschirm gewechselt hat, der natürlich Full HD ist und da es eigentlich keine Probleme gab. Ja. Aber bevor ich hier lang drumrum schwätz, ja, ich möchte auch erstmal kein Tutorial spielen, denn ich glaube, die Grundfunktion von Trainfever ist geboten, ja. Ich möchte auch keine Kampagne spielen, sondern ich möchte mal in das freie Spiel, ja. So, ich möchte Custom, geht auch, Europe, erweitert. Okay. Okay, also es sieht schon mal ziemlich ähnlich aus. Das Einzigste, was eigene auswählen. Ah, lol, ich kann hier sogar mein Startjahr auswählen. Das ist natürlich nice. Ich kann hier sogar okay, Fahrzeuge kein Endjahr oder keine Kosten. Okay, zurückgesetzt auf Europe USA. Ah, okay. Städtenamen Deutsch. Sonst lassen wir mal alles europäisch. Ich möchte auch kein Fahrzeug, kein Endjahr und auch... Oder? Ne, möchte ich eigentlich nicht und keine Kosten möchte ich auch nicht, wenn wir spielen ja ein Let's Play. Warte mal, Vehicle No Endier. Ich glaube, das mache ich aber trotzdem mal rein. Denn ich weiß nicht, wie die Spiele gecodet sind. Nee, ich lasse es einfach mal draußen. So, ich möchte eine große Karte. Was ist denn Weltformat? Okay, ich nehme mal... Ja, ich lasse mal Mittel und wir starten in der Neuzeit, bitte. Oder gehen wir mal ein bisschen durch. Ja, komm, wir starten mal 1900, okay? So, achso, da waren wir schon. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, hier könnte ich noch mein eigenes Jahr auswählen, möchte ich aber nicht. Was ist hier denn Weltformat 1 zu 3? Setze Kartenseitenverhältnisse auf 1 zu 3. Oh, okay. Ja, lasse ich jetzt einfach mal. Und wir drücken mal auf Start. Oh, der Anfangston ist schon mal der gleiche. Ist ja mal geil. Oh, okay, das ist auf jeden Fall ein geiles Bild. Benutze die Shift-Taste, um beim Upgraden von Straßen, um diese Segmentweise zu ändern. Okay, das ist neu. So, Trainfever lädt die Map. Trainfever, Transportfever. Nicht Trainfever. Wir haben noch keinen Sound. Kommt wahrscheinlich noch. Ich habe ja auch in meinem Mixer alles... Ja, doch, eigentlich müssten wir Sound haben. Sound ist auf jeden Fall da. So, das Laden dauert natürlich. Das kennen wir ja von Trainfever.
Aber da habe ich eher wenig Bedenken, denn wir haben ja eine große Karte mit dem Seitenverhältnis 1 zu 3. Ja, ich wollte einfach mal das Maximale rausholen gleich am Anfang. Und ich hoffe, ich stelle mich nicht zu dumm an, ja. Oh, okay. Erstmal die Texturkompromission. Kompression, sorry. Okay, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Okay. Okay, was komisch ist. Okay, 4K scheint noch ein bisschen komisch zu wirken. Ja. Okay, 1 zu 3. Das heißt, die Karte ist mega lang. Aber ist auf jeden Fall geil. Aber wir haben, also, es fühlt sich für mich nicht wirklich an wie 60 FPS. Alter, oh, geil. Oh, mega geil. Die Karte ist mega geil. Ja. Jetzt müssen wir uns hier erstmal reinfinden. Was haben wir denn alles? Wir haben hier Rohöl. Daraus können wir Öl und Treibstoff herstellen. Okay. Ah, hier ist die Maus noch nicht umgeändert. Oh. Kann ich hier noch irgendwas umändern? Nee, kann ich nicht. Ne, ich kann hier die Maus... Na, wir brauchen ja nicht weit laden, wir können ja mal kurz laden. Da haben wir vielleicht ein paar FPS mehr. Ja, okay. Machen wir das mal wieder zu. Wo sind wir denn etwa in der Mitte? Ich würde mal sagen, hier. Also da muss ich auf jeden Fall schon mal sagen, die Häuser sehen sehr detailliert aus. Und es sind 1900 schon, muss ich sagen, sehr viele Leute unterwegs. So, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir Schiene, Straße, Wasser, Flugzeug haben wir noch nicht. Und hier können wir das Gelände anpassen. Okay, was... Ah, okay, da können wir Bäume pflanzen. Das kostet uns nichts. Okay, hier haben wir Lichter und so Hubzeichen. Und hier können wir die Schienen bauen. Okay, sieht vom Aufbau her ziemlich gleich aus. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir Signale. Okay, hier haben wir wieder das normale Signal. Okay, das ist aber noch auf Englisch. Ich habe das Spiel auf Deutsch gestellt. Linienmanager. Ah, okay, hier ist der Linienmanager. Wunderbar. Und wir haben 9 Millionen. Haben wir da? Oh, wir haben 9 Millionen Darlehen. Das heißt, ich mache mal kurz Pause. Diagramme, Logo? Kein Logo? Okay, kein Logo. Ne, möchte mal kein Logo. So, was, wir haben hier Straße. Was ist das? Straßenmodifikationstool. Ah, okay. Und hier haben wir Bahnhof. Durchgangsbahnhof für Personen. Kopfbahnhof. Ah, wir können auch gleich einen achtgleisigen Bahnhof bauen. Oh, shit. Wir können sogar 80 Meter machen. Holy shit, das ist geil. Second Street Connect. Okay. 320 Meter ist wieder nur das Maximale, leider. Das heißt, wieder kein ICE in voller Länge. Schade. Aber... Wir gucken jetzt erstmal, aber wir bräuchten hier eher einen Kopfbahnhof. Okay, da muss ich mich doch dran gewöhnen. Ich habe nämlich in Train Fever die Maus invertiert. Denn so kenne ich es von anderen Spielen und hier ist es zum Beispiel nicht inventiert. Inventiert, meine Fresse. So, gehen wir mal in die Städteübersicht. Was bitte, was braucht denn die Stadt alles? Es braucht Werkzeuge. Lebensmittel, Waren? Okay. Baumaterialien, Maschinen und Treibstoff. Braucht es jede Stadt?
Okay, das braucht jede Stadt. Okay. Aber wir wollen ja hier erstmal mit dem Personenverkehr anfangen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir hier wieder... Okay, da muss ich mal kurz gucken. Ah ja, genau. Blau ist... Okay, blau ist Gewerbe dieses Mal. Okay, daran muss man sich auch gewöhnen. Blau ist Gewerbe. Nee, blau ist Geschäft. Gelb ist Gewerbe. Was hab ich gesagt? Blau ist Gewerbe und gelb ist Industrie. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Höhenlinien. Und was ist das? Schiffbare Okay. Okay, das heißt, es zeigt mir hier an. Hier passt kein Schiff drauf. Okay, verstehe. Aber ich, wie gesagt, ich würde trotzdem erstmal mit dem Personenverkehr anfangen und würde deshalb mal einen zweigleisigen, ja, 180 Meter. Was haben wir hier? Cargo, und was ist das? Depot. Okay. Sieben Gebäude werden entfernt. Ja. Okay, sieht schon mal cool aus. Kann man den auch benennen? Okay. Der Bahnhof. Aufrüsten. Das heißt, man kann jetzt hier jederzeit aufrüsten. Das ist okay, das ist übel geil. Und wir wollen hier rüber. Genau. Aber es gibt anscheinend wieder die Geschwindigkeitsbegrenzung der Schienen. Ich dachte, sie haben das entfernt, hatte man mir gesagt. Oder habe ich mal gehört. So, da ist... wo platzieren wir denn hier hin? Auch mal zwei? Ja. Andersrum. Halt, was habe ich jetzt gemacht? Mit B. Okay, B ist Bulldozer. Alles klar. Na, ich möchte hier eigentlich einen Bahnhof bauen, bitte. Aber bitte in diese Richtung. Müssen wir das mal schnell abreißen, denn ich hätte den Bahnhof gerne hier. Genau. Genau so hätte ich den Bahnhof. Jetzt müssen wir hier eine Linie ziehen. Steigung zu groß. Ach, das gibt's weiterhin. Okay, das gibt's, wenn das weiterhin gibt, ist das ein bisschen blöd. Weil dann müssen wir den Bahnhof weiter wegsetzen. Wie viel hat denn der uns gekostet? Oh, er kostet so viel. Ja, machen wir mal so. Ich weiß, es ist dann ein bisschen blöd. Aber wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Immer noch zu groß. Was? Kann nicht sein. Von was ist denn bitte die Steigung zu groß? Wenn ich jetzt sag, hier komplett runter? Oh, ich komme mit der Mausinventierung nicht zurecht, Mann. Wenn ich sag, hier runter? Ist dann immer noch?
eigentlich so groß?